Donnerstag, 19 Uhr. Hier ist DDB Radio mit DDB Aktuell. Ja, genau, da brauche ich es dann nicht wiederholen. Guten Abend an alle, DDB Radio Aktuell, natürlich, 19 Uhr am Donnerstag. Und wir wollen heute noch ein bisschen in die Presse schauen, was denn so los ist. Und beinahe hätte ich den Anfang verpasst bei der Musik. Ja, kann ja passieren, oder? Reggie, grüße dich, auch im Studio. Ja, hallo, ich grüße dich auch und alle lieben Wünsche und Ohren auf nach draußen. Ja, wenn ihr auch noch Ohren habt, ja. Ach ne, wenn ihr noch Wünsche habt, so war das ja. Naja, so, also, wir gucken gleich mal in die verbliebenen Artikel des Tages. Ich guck mal, ja, die Britta kann ja auch dazukommen, den nehmen wir gleich dazu, ne? Die hat ja immer die jetzt auch vorgelesen und dann schauen wir mal, was wir so Schickes haben. Aber Telefon schalten wir heute auch zu, 06271 785 2778, war zu schnell. Dann bitte nachlesen auf der Radioseite. Die Radioseite mit der Endung .org ist noch nicht ganz um die Ecke geschoben, aber die Seite mit der Endung .de, habt ihr ja gemerkt, die ist da und da senden wir jetzt drüber. Die andere müsste, na, ich schätze mal, morgen eigentlich auch wieder da sein. Es ist eben im Moment Umstellungszeit, ja? Winterzeit fängt bald an, brauchen wir alles neu. Naja, okay. Also, kleine Musik und dann geht's los mit den Informationen des Tages. Was haben wir denn Schickes? Ach, ich habe was Fieses für euch hier. Zum Wachwerden, viel Spaß dabei. Uah, da sind wir wieder. Angel! Oder? Sagen wir dazu. Wer war meine denn Musik? Das überhaupt? Was? Wer das war? Ja. Mystical. Kennst du nicht, ne? Kenn ich nicht. Nee. Siehste. Was war das für eine Musik, Reggie? Grausig. Ja, zum Schuhe ausziehen. Okay, Schuhe ausziehen. Apropos Schuhe ausziehen. Dann fangen wir mal oben an direkt. Eine strahlende Zukunft ist doch nichts gegen die versprochenen blühenden Landschaften. Saudi-Arabien besitzt seit 2010 eine eigene Atombehörde. Wie nun bekannt wurde, können sich ab Oktober Unternehmen aus aller Welt für den Bau von zwei Kernkraftwerken bewerben, die in dünn besiedelten Gebieten abseits großer Städte errichtet werden sollen. Ja, können wir machen, ne? Sollen wir noch ein bisschen gucken, was los ist hier in den Berichten? Ja, wo sind wir eigentlich? Ich habe jetzt hier oben, die nächste wäre dann 111. Aha, 111. Silvester, Polizei rechnet wieder mit Sexattacken. Schon jetzt schwört die Polizei den weiblichen Teil der Bevölkerung auf ein weiteres Silvesterfest mit Grabschereien, Belästigung und Vergewaltigung ein. In den Großstädten NRWs rechnet die Polizei wieder mit der Anreise großer Männergruppen. So heute eine veröffentlichte Analyse. Das sind ja schöne Aussichten. Jo. Reggie, Einwanderer, hast du Lust? Ich hatte, ja, weil du gesagt hast, 46 bin ich noch beim Scrollen. Ich war so. Auf 47, ja. Ne? Nee, dann ja, fang du von unten an. Egal. Ja, jetzt habe ich doch schon. Jetzt bin ich ja schon bei der 90. Jetzt habe ich ja fertig gescrollt. Das ist ganz voll. 109. Hier, da müssen nehmen wir auch noch mit. 109. Ja, da musst du jetzt lesen. Ich bin noch nicht so weit. Tut mir leid. Ja gut, ich lese dann mal. Mehr als die Hälfte der Einwanderer, die in den Jahren 2015 und 16 in der EU, Norwegen und der Schweiz angekommen sind, haben bis jetzt noch keinen rechtsgültigen Asylstatus. Was ist denn das? Gar nur 3% der 2,2 Millionen Migranten wurden bislang in ihre Heimatländer zurückgebracht. Das lässt sich eine Studie entnehmen, die das Per Reg Center auf der Grundlage offizieller Eurostat-Daten durchgeführt hat. Interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, oder? Naja. Nö. Dann gucken wir mal hier. Da ist noch ein Putsch der Guardia Civil. Hier, das ist gut. Das kannst du machen. Na gut. Während Spaniens Zentralregierung den Druck auf Befürworter des Unabhängigkeitsreferendums noch einmal erhöht, bleiben diese weiter standhaft. Am 1. Oktober droht Spanien der Sturz auf eine unkontrollierbare Staatskrise mit möglichen gesamteuropäischen Folgen. Der Putsch der Guardia Civil, Spanien auf dem Weg zur größten Staatskrise. Zu lesen auf rtdeutsch.com. Genau.
Hafenstreik in Barcelona. Stauer wollen Polizistenschiffe nicht bedienen. Wegen Massenprotesten in Katalonien will Madrid hunderte Polizisten im Hafen von Barcelona auf Touristenschiffen unterbringen, berichten örtliche Medien. Dagegen lehnen sich nun die Werftarbeiter, die diese Schiffe verladen und bedienen sollen. Das finde ich klasse. Große Solidarität stelle ich da fest mit den Katalanen. Ja, wäre mal hier auch ein bisschen angebracht, ne? Machen wir erstmal hier noch ein paar schmuddelige Informationen. 5 Länder, die Teilnehmer der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Ermittlungen zum Abschuss der malaysischen Boeing über die Ostukraine 2014, haben ein zwischenstaatliches Memorandum zur Verständigung unterzeichnet, teilen die niederländische Regierung auf ihrer offiziellen Webseite mit. Memorandum muss jetzt auch noch gemacht werden. Wie wäre es einfach mal mit aufklären, ne? Ganz einfach. Müsste schon alles, ist auch alles längst klar, wer da wo wie geschossen hat. Also. Ja, dann haben wir noch ein Referendum, und zwar im irakischen Kurdistan. Die Behörden von Irakisch-Kurdistan haben einseitig für den 25. September ein Referendum zur Abspaltung vom Irak angesetzt. Laut einem Sprecher der Demokratischen Partei Kurdistans wird das Referendum in allen von den autonomen Regionen kontrollierten Gebieten sowie Teilen der Provinzen und nicht nur in jenen, die offiziell zu ihr gehören, stattfinden. Nachzulesen ist das bei sputnik.com. Ja, warum hast du die Provinzen nicht vorgelesen? Das ist sowieso keiner interessiert, wenn das nachlesen will. Tja, flexibel muss der Mensch sein. Genau, Demokratie ist kein Verbrechen, doch. Ja, am Freitag, 22. September um 17.30 Uhr an der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland unter die Linden 78 treffen sich wieder Menschen, die gar nichts verstanden haben. Demokratie ist kein Verbrechen, ist das Thema. Und damit übergebe ich an den Nächsten. Die Nächste. Wo hast du den denn gelesen? Demokratie ist kein Verbrechen. Ich habe hier türkische Truppen, sind in Somalia, Katar, Nordirak, Nordsyrien, Afghanistan, Nordzypern, Aserbaidschan und vor der Küste des Libanons stationiert. Man könnte es als ein gutes Zeichen nehmen, wenn die Türkei ihr neues Flugabwehrsystem ausgerechnet in Russland kauft. Denn ein Krieg zwischen dem Atlantischen Bündnis und Russland erwartet aktuell offenbar niemand. Sonst würde die Türkei, seit 52 Mitglied der NATO, ja kaum beim künftigen Kriegsgegner einkaufen. Und Russland würde den feindlichen Soldaten wohl kaum Abwehrsysteme verkaufen. Da sieht man mal, alles nur Geschäft. Genau. Ja, Großland syrische Armee am stärksten von US-Unterstützungstruppen angegriffen. In Syrien verliert die Terrormiliz Islamischer Staat massiv an Boden. Mithilfe der russischen Luftwaffe drängen die syrische Armee den IS in der Region Deir ez-Zor weitgehend zurück. Doch nun wird die Regierungsarmee von den US-unterstützenden Truppen stark angegriffen. Zu lesen auf epochtimes.de. Ein 17-jähriger Syrer klagt gegen das BAMF auf schnellere Familienzusammenführung, obwohl diese bereits genehmigt war. Seine Familie befindet sich derzeit in Griechenland. Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, den Antrag eines minderjährigen in Deutschland schutzsuchenden Syrers, ja, der braucht hier keinen Schutz suchen, in Syrien ist alles okay, auf Familienzusammenführung mit seiner in Griechenland befindlichen Familie schon bewilligt hatte, ging es dem 17-Jährigen offenbar nicht schnell genug. Er beklagte sich vor Gericht, dass es eine rechtswidrige Vereinbarung zwischen den beiden Staaten hinsichtlich eines bestimmten Kontingents zur Überstellung von Flüchtlingen gäbe. Staaten? Der hat auch nichts verstanden. Naja. Next one, please. Ah ja, ich war gerade irgendwie baff. Ja, dann mache ich. Im Umland des extrem kulturellen bereicherten Pforzheim im beschaulichen Baden-Württemberg spielt sich zurzeit eine Posse der besonderen Art ab. Ein 22-jähriger abgelehnter Scheinasylant aus Gambia läuft nackt durch den Ort direkt an einer Schule in Niefern-Öschelbronn vorbei. Die einheimischen Eltern sind über so viel afrikanische Folklore besorgt. Anwohnern gegenüber zeigt sich der Gast von Frau Merkel körperlich extrem aggressiv. Auch musste der Asylbetrüger schon mehrmals nackt aus der örtlichen Bank mit Polizei gehalten werden. Entschuldigung. Lesen wir gleich nochmal weiter, oder? Ja, ja, ist ja gleich fertig. Also er musste auch schon mehrmals aus der Bank geholt werden, weil er dort gewalttätig mehr kennt.
von der deutschen Bevölkerung forderte. Ein Flitzer oder so. Derzeit, machen wir den nächsten. Derzeit befinden sich etwa 500.000 Abschiebewürdige in Deutschland. Sie müssen dahin geschickt werden, wo sie herkommen. Und wenn man das nicht genau wisse, dann könne eine DNA-Analyse schaffen. So der Ratschlag von SPD-Mitglied und Bestsellerautor Thilo Sarrazin bei einem Vortrag in Sachsen. Er fällt immer durch ziemlich konkrete Dinge auf, ne? Das mögen die gar nicht. Nee. Komisch, komisch. Die Ermordung John F. Kennedys und 9/11 sind wohl die beiden größten offiziellen Verschwörungstheorien, die den Menschen per Dauerberieselung der angeblichen Täter durch die Hochleistungspresse und die politisch Verantwortlichen in die Köpfe gepflanzt wurden. Während wir bei 9/11 noch Jahrzehnte auf die Veröffentlichung der Akten, Geheimdossiers und Berichte der US-Regierung warten müssen, müssen am 26. Oktober 2017 alle verfügbaren Dokumente US-regierungsseitig veröffentlicht werden. Möglich macht dies der 92 beschlossene Kennedy Act, aber was stellen wir fest, dass ausgerechnet die Dokumente zu Lee Harvey Oswald, Trommelwirbel, verschwunden sind. Ist das nicht herrlich? Ja. Es verschwindet immer das, was keiner braucht, ne? Oder was alle brauchen. So, das nächste ist, Lehrer legt sich mit Merkel an, keine Kanzlerin des deutschen Volkes, Protest vor Bundestagswahl. Ein Video, sehr sehenswert, ist auch nicht lang, so nachzugucken ist es, also außer bei YouTube, auch bei volksbetrug.net und natürlich auf der DDB News WordPress-Seite. Aber ich mache gleich noch einen, weil das war ja jetzt ein bisschen kurz. Ja, geldlos. Ein junger Mann, der sehr früh nach Deutschland kam, aber dem man seinen Migrationshintergrund ansieht und der aus seiner Homosexualität kein Geheimnis macht. Vor einigen Jahren ist er vom Bodensee nach Berlin gezogen, um hier eine Ausbildung zu machen. Brutale albanische Homo-Jagd an Berlins Schule. Wer das weiterlesen will, bei philosophiaperennis.com. Ja. Und das Rosinenwasser haben wir ausgelassen. Rosinenwasser zur Leberentgiftung. Ein Video auf marialodesblog.com oder DDB News bei VK. Und dann haben wir noch sowas. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass immer mehr Menschen CBD-Öl verwenden? Ist eine Substanz, welche Cannabidiol, abgekürzt CBD, enthält. CBD ist gleich nach THC das am höchsten enthaltene Cannabinoid in Hanf. Na, Mahlzeit. Im Umland des extrem kulturellen bereicherten Pforzheim im beschaulichen Baden-Württemberg spielt sich zurzeit eine Posse der besonderen Art ab. Ein 22-jähriger abgelehnter Scheinasylant aus Gambia läuft, ach, das hast du ja vorgelesen. Ne? Der Flitzer! Das war das, Reggie? Ja, das war das. Na, ich lese das mal vor, nochmal. Aus Gambia läuft nackt durch den Ort direkt in einer Schule in Niefern-Öschelbronn vorbei. Die einheimischen Eltern sind über so viel afrikanische Folklore besorgt. Anwohner gegenüber zeigt sich der Gast von Frau Merkel körperlich extrem aggressiv. Auch musste der Asylbetrüger schon mehrmals nackt aus der öffentlichen Bank mit Polizeigewalt geholt werden, da er dort gewalttätig mehr Geld von der deutschen Bevölkerung forderte. Oieieiei, ein Irrenhaus haben sie auch aufgemacht da. Die Diktatur geht vom Volke aus. Politische Diskriminierung in der BRD der Gegenwart. Journal Alternative Medien. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem ehemaligen Sowjetbürger, der schon lange in Deutschland lebt. Er sagte, dass er die Situation in Deutschland als schlimmer empfinde als damals in der Sowjetunion, jedenfalls in der Spätphase. Denn dort habe niemand mehr an den Kommunismus geglaubt. Und wenn man mit Funktionären in der Kneipe sprach, dann bekannten sie freimütig, nur deshalb für den Staat zu arbeiten, weil es ihnen ein gutes Auskommen sichert. Hier in der BRD aber glaube die Mehrheit des Volkes an den, in diesem Falle globalen, Sozialismus und bekämpfe andere Meinungen. Die Diktatur gehe hier vom Volke aus. Wie recht er hatte. Ich selbst als Musiker und Musikwissenschaftler habe diese Erfahrung innerhalb von etwa anderthalb Jahren gleich viermal machen müssen und möchte stellvertretend für zweifellos nicht wenige Leidensgenossen so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig davon berichten bei Journal Alternative Medien oder DDB News auf VK und Twitter.
Die Preiwers-WordPress.com schreibt, irgendwann einmal kam in der Bundesrepublik Deutschland die Politik an einen Punkt, wo sie so sehr Lügen aufgesessen war, dass ihr einem nichts mehr übrig blieb, als die Lügen straffrei lassen zu müssen, solange sie nur halbwegs im Sinne der gegenwärtigen Politik waren. Das allerdings führte nur zu weiteren politischen Verwicklungen, welche die ganze Absurdität des politischen Systems offenbarte. Nee, das lese ich dann nicht weiter. Wer es weiterlesen will, bei www.privacywordpress.com. Ja, mit den Perversen da aus New York, das spare ich mir. Der deutsche, Demokratische Partei Anthony Weiner. Ja, hat Mädchen, Sexting nennt sich, ist egal. So, also Pforzheim im Umland des extrem bereicherten Pforzheim im beschaulichen Baden-Württemberg. Da ist er wieder, der Pizza. Eine Posse der besonderen Art ab. Ein 22-jähriger abgelehnter Scheinasylant aus Gambia. Läuft nackt durch den Schon Ort, wieder? Direkt an einer Schule. Och Mann, Mann. Und dann auch noch von Pinius. Das schlägt ja fast den Boden aus. Also haben wir jetzt mal einen anderen hier als den. Stellvertretender Chefredakteur. Wieso eine Öffentlichkeitsfahndung? Zeitung kritisiert Polizei, weil sie südländische Verbrecher jagt. Ja, das geht ja gar nicht. Total irre. Mit Deutschland geht es offensichtlich immer mehr bergab. In Hildesheim fingen sich die jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft scharfe Rügen von der örtlichen Zeitung ein, weil sie einen südländischen Verbrecher mit Phantombild jagen. Ja, das geht ja auch nicht, ne? Die Lappen da in der sogenannten Presse, die keine ist, ne? Ja, unglaublich. Ja, Mittelsachsen, Kostenexklusion durch unbekleidete Minderjährige. Unbekleidete minderjährige Asylbewerber, kurz UMA genannt, kosten den Landkreisen Mittelsachsen in diesem Jahr 2,3 Millionen Euro mehr als der aktuelle Jugendhilfebericht. Damit ist nicht nur der Haushalt an seine Grenzen gelangt, sondern personal wirkt sich die hohe Zahl von UMA aus. So werden die Vollzeitstellen im neu gegründeten Bereich besondere soziale Dienste von 106 auf 116 aufgestockt. Ja, so zieht man uns das Geld aus der Tasche, denn das sind ja alles Steuergelder. Nachzulesen bei journalistenwatch.com. Die Bundesbank im geistigen Gefängnis. Die Bundesbank offenbart mit ihrer Warnung vor der Blockchain-Technologie. Weniger als 10% der Geldmenge ist Bargeld, der Rest ist Giralgeld, das auf den Konten herumliegt oder im Geldkreislauf digital unterwegs ist. Wenn sich die Deutsche Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht mit der Blockchain-Technologie, Distributed Ledger-Technologie beschäftigt, die hinter der digitalen Währung Bitcoin und anderer steckt, dann ist das fast schon eine Sensation. Bislang war alles um die private Währung Bitcoin herum den Bundesbankern höchst suspekt. Mal warnten sie vor Totalverlust, mal vor der hohen Volatilität und ein anderes Mal vor der mangelnden staatlichen Aufsicht. Alles Hirngespinste, Hirngespinste und Täuschung. Nein zur automatischen Einbürgerung der Nachfahren von Ex-Sowjetbürgern in Lettland. Das Parlament in Riga hat es abgelehnt, Kindern von Nichtbürgern bei Geburt unmittelbar die lettische Staatsbürgerschaft zu gewähren. Die Kategorie Nichtbürger wurde im Jahr 1991 eingeführt. Die Staatsbürgerschaft Lettlands wurde nur den Bürgern der Republik Lettland nach dem Stand im Juni 1940 und deren Nachkommen zuerkannt. Ach wie. Aha. Ach gucke. Ja. Wie kommt das denn? Mehr als 700.000 Einwohner Lettland, gut 27% der Gesamtbevölkerung, mehrheitlich ethnische Russen, wurde die Staatsbürgerschaft vorenthalten. Sie besitzen ein Aufenthaltsrecht, aber deutlich weniger Rechte als die Bürger des Baltenstaates. Abstammungs, ja, oh, gucke, ja. Am 19. September fand am Wiener Landgericht ein Strafprozess gegen einen Sympathisanten der rechtsextremistischen Antifa statt. Der 20-jährige J.H. wurde wegen § 125 Strafgesetzbuch in Klammern Sachbeschädigung in mehreren Fällen angeklagt. Darunter fielen mehrere Tathandlungen im Bereich Graffiti, das Beschmieren von Gegenständen in zwei Verbindungshäusern in Graz, sowie das Tätigen eines Polizeiwagens im Zuge eines gewalttätigen Antifa-Demonstrationen im Juni 2016, die sich gegen die friedliche Demonstration der patriotischen Initiative
identitäre Bewegung richtete. Der Angeklagte stammt aus Irak und der Angeklagte stammt ursprünglich aus dem Irak und kam im Alter von 6 Jahren mit seinen Eltern nach Österreich. Derzeit lebt er in Graz und engagiert sich dort laut eigener Aussage für Flüchtlinge und als Dolmetscher. Jedoch habe er keine Stelle in diesem Bereich bekommen. Aufgrund dessen lebt er derzeit von der Mindestsicherung. Nachzulesen ist das bei InfoDirekt.eu. Der Artikel heißt Strafprozess gegen Antifa-Sympathisanten enttarnt Kuschelkurs. Genau. Achso, du bist dran. Ja, dann mach mal. Willkommen in der Realität. Blogspot. Ich gehe nicht wählen, weil Parteien das Volk spalten und die Harmonie in unserer Volksgemeinschaft zerstören. Jeder täglich selbst Verantwortung für eine positive Zukunft übernehmen muss. BRD-Wahlen laut Bundesverfassungsgericht nicht rechtmäßig sind. Diese Parteien nur kriminelle Interessenvereine sind. Es sich um eine eingeschränkte, aber keine freie Wahl handelt, in der keine ausschlaggebenden Entscheidungen wie bei einer demokratischen Volksabstimmung beschlossen werden, weil ich meine Souveränität nicht an ein Regime abgebe, das für den deutschen Niedergang verantwortlich und weltweiten Niedergang mitverantwortlich ist. Ich gehe nicht wählen. Eine Aktion bei Willkommen in der Realität, Blogspot und bei DDB News auf VK und Twitter. Wählt euren Untergang, wir kommen, Athen, Mama Merkel, open the door. Flüchtlinge protestieren für Familiennachzug nach Deutschland. Manche erklärten, dass sie glauben, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel den Familiennachzug aufgrund der BRD-Bundestagswahl am 24. September hinauszögert. Und das stimmt, denn der noch unwissende Bürger sollte es nicht wissen, denn der Krieg in Syrien ist längst vorbei. Schätzungsweise würden demnach rund 300.000 weitere syrische und irakische Flüchtlinge nach Deutschland kommen. BRD hat für Deutschlands Untergang alleine zwischen 2015 und 2016 rund 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Der Krieg ist lang vorbei und die Leute, es sind auch schon über eine halbe Million wieder zurückgegangen, also überhaupt kein Thema. Sie könnten alle wieder nach Haus gehen und ihr Land wieder aufbauen. Wir sollten dann helfen. Reporter und Roboter und Pflegekräfte Hand in Hand. Während für viele die Zukunft eintönig und grau erscheinen mag, malen andere diese in leuchtenden Farben. Die Trendforscherin Birgit Geppert mit eigenem Institut in Hamburg und mit Kunden wie Audi, BMW, Procter & Gamble sowie Bayer ist vermutlich eine von den letzteren und schillerndsten. Sie ist der Ansicht, dass die Robotertechnik nicht nur die Arbeitswelt in der Industrie verändern wird, sondern auch das Gesundheitswesen und den Pflegebereich. So verkündet Frau Geppert, dass sich die Pflege alter und kranker Menschen wesentlich verändern wird, indem Roboter zum Einsatz kommen, die nicht nur handwerkliche Tätigkeiten verrichten werden. Die Maschinen würden mit den Menschen sprechen, mit ihnen interagieren und sie zum Beispiel zum Hirnjogging gegen Demenz animieren. Weiter ist die Trendforscherin der Meinung, Roboter würden viel stärker als bisher die Wünsche der Pflegebedürftigen erfüllen können. Und es sei nur eine Frage der Zeit, bis Roboter so günstig seien, um auch im häuslichen Bereich eine starke Rolle zu spielen. Zudem zeichnet sich ab, dass der Einsatz von Pflegekräften am Ende teurer sein wird als ein Roboter. Wörtlich, sagte Frau Geppert, die Roboter werden dann weich und flauschig wie ein Haustier sein, das auf den Schoß gesetzt und mit ins Bett genommen werden kann. Nachzulesen ist das bei journalistenwatch.com, wer es fertig lesen will. Ja, in China beginnt heute der Normalbetrieb der Züge Fuxing zwischen Peking und Shanghai mit einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km pro Stunde. Das ist uninteressant. Ey, so interessant. Okay. Also fährt ein Zug. Ne? Ja. In der vergangenen Woche entschied der EuGH in einem Verfahren gegen Italien, dass Rom den Abbau einer in der EU zugelassenen gentechnisch veränderten Kulturpflanze nicht verbieten darf. Gleichzeitig erhöht Russland Produktion und Export von Bio-Lebensmitteln. Genetisch veränderte Organismen, GMO, sind in Russland seit 2016 verboten. In jüngster Zeit ist der Bio-Lebensmittelmarkt in Russland definitiv gewachsen. Jawohl, so geht das. Machen wir auch sofort. Staatsverschuldung in Bund und Ländern sinkt deutlich, mit zwei Ausnahmen.
Die Staatsverschuldung in Deutschland sinkt auf Bundes- und Landesebene immer weiter, was zu guten Teilen auf die Nullzinsen und Negativzinsen zurückzuführen sein dürfte, die man bei neuen Schulden dank der EZB verlangen kann. Im ersten Halbjahr sank die gesamte Staatsschuld gegenüber dem Vorjahr um 2,9% oder 59,8 Milliarden Euro auf 1,977 Billionen Euro, auszugsweise vom Statistischen Bundesamt. Nachzulesen ist das im finanzmarkt.de und da kann man die Zahlen ganz genau nachlesen. Tö, glaube ich nicht. Aber machen wir weiter. Jo, gut. Dann mache ich noch mal einen zur Wahl und zwar von ddb-wordpress.com. Wahldilemma nicht für mich. Wählen? Ja, was bitte? Entscheidend ist doch, dass sich durch Wahlen auch etwas ändern kann. Stellen wir mal die Fakten zusammen. Die sogenannte Bundestagswahl des Jahres 2017 muss für verstandsbegabte Menschen ausfallen, da alles andere widersinnig wäre. Man beteiligt sich nicht an sogenannte Wahlen, bei der erwiesenermaßen betrogen und gefälscht wird. Man beteiligt sich nicht an einer sogenannten Wahl, die von Schwerkriminellen veranstaltet wird. Man beteiligt sich nicht an einer sogenannten Wahl, die noch nie eine Wahl war, weil nie etwas zur Wahl stand. Man beteiligt sich nicht an einer sogenannten Wahl, die mangels gültigem Wahlgesetz seit 1956 keine rechtliche Grundlage hat und somit schon von Haus aus ungültig ist. Noch nie gab es von auch nur einer einzigen sogenannten Oppositionspartei auch nur einen einzigen Aufschrei, dass die sogenannte Bundesregierung Nazi-Gesetze anwendet, zum Beispiel Einkommenssteuergesetz. Deutschland gehört allein dem deutschen Volk. Deutschland ist nicht das Eigentum der Regierung Merkel und Co. Deutschland ist nicht das Eigentum der USA, nicht das Eigentum des EU-Parlaments und der EU-Kommission in Brüssel. Deutschland gehört auch nicht den Eliten, nicht den Reichen und Superreichen, nicht den Banken, nicht den Ratingagenturen und nicht den Supermarktketten, Monopolen und Konzernen. Deutschland gehört allein dem deutschen Volk. Es wird Zeit, die Regierung Merkel und Co. der USA im EU-Parlament entsprechend das beizubringen. Nachzulesen ist das Wahldilemma nicht für mich bei ddb-news-wordpress.com. Tja, genau. Da gibt es natürlich noch weitere Informationen, aber wir wollen natürlich auch nicht die ganze Stunde mit Vorlesen verbringen. Ich schaue mal ganz schnell durch. Öl soll mit goldgeschützter Währung gekauft werden. China, okay, kann man machen. 200.000 Israelis in Kurdistan erwartet, sobald die Unabhängigkeit ausgerufen ist. Oh, gucke mal, 200.000 israelische Kurden sind offensichtlich in Israel. Ja, also jüdische Kurden sind offenbar in Israel. Die würden also dann dahin gehen. Auch eine wichtige Mitteilung. Die Kryptowährungen befinden sich zurzeit in einer Phase der Konsolidierung. Nee, die befinden sich in gar keiner Phase. Die warten drauf, dass jemand auf den Knopf drückt und das andere uns um die Ohren fliegt. Keine Bange, liebe Italiener. Ab dem 24. September seid ihr das, was ihr als räuberische und pöbelnde Plage empfindet. Los! Haben wir auch schon gehabt heute auf journalistenwatch.com. Ist wohl zweimal reingerutscht. Alles nachzulesen. Ich schaue nochmal, ob es wirklich was ganz Wichtiges gibt. 55 Millionen Autos in der BRD und keiner ist Eigentümer seines Wagens. Hatten wir heute auch schon mal drin. Ja, immer mal zu gucken auf dem Fahrzeug. Wie heißt der? Zulassungsbescheinigung 1 und Zulassungsbescheinigung 2 unter C.4c. Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen. Also, ihr habt was bezahlt, habt es gekauft, aber euch gehört es einfach gar nicht, weil es mit der juristischen Person bezahlt wurde und die juristische Person gehört der Bundesrepublik. Ganz einfach, ne? Da steht nämlich nicht ihr drin oder drauf, sondern eure juristische Person, die euch hinterhergebracht wird. Das hatten wir auch schon, das hatten wir auch schon. Dann sind wir durch erstmal. So, zur Erholung. Ich habe es gesehen, einige haben schon versucht anzurufen, schon einige Male. Naja, ist ein DDB Radio aktuell, ne? Müssen wir mal ein bisschen aktuelle Informationen rausgeben. Und jetzt gibt es eine kleine Musik, auch wirklich eine kleine. Und dann gehen wir mal in die Anrufrunde. Alles klar, wollen wir Musik? Nochmal sowas oder lieber nicht? Lieber nicht, ne? Was Ruhiges. Was Ruhiges, ich habe nichts Ruhiges. Was Ruhiges, wirklich? Ehrlich?
Ja, dann eben was Mittelruhiges, aber nicht wieder sowas Stampfendes. Was Mittelruhiges. Ach, ich nehme mal hier. Nee, die kennt keiner mehr. Ich habe was Schönes. So, bitteschön. So, da sind wir wieder zurück und das Telefon ist jetzt auch auf. Jetzt, ab jetzt kann angerufen werden. Alle, die schon versucht haben, jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Und wer seine Frage oder seine Anmerkung vergessen hat, ja, der kann nochmal nachlesen auf DDB News bei VK oder bei Twitter oder eben auch teilweise bei DDB Agentur. Und die eigenen Beiträge, nicht Beträge. Beiträge erscheinen ja immer auf DDB WordPress, ddbnews.wordpress.com. Das wisst ihr ja alle. Ja, was war der Aufreger der Woche? Der Aufreger der Woche wissen wir gar nicht, riecht alles auf. Aber eine Frage oder eine Anmerkung eines Blogs geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und zwar hat dieser Blog also auch schon häufig mal Sachen der verfassunggebenden Versammlung übernommen und auch Blogs aus dem DDB-Netzwerk, Beiträge aus dem DDB-Netzwerk und hat jetzt gesagt, warum die verfassunggebende Versammlung wahrscheinlich nicht funktionieren kann, weil die falsche Gebietsgröße dort angegeben wird und da könnten sich die Menschen überhaupt nicht mehr mit identifizieren, heute in dieser Zeit. Und sie empfehlen also darüber nachzudenken, auch der verfassunggebenden Versammlung natürlich, darüber nachzudenken, ob man nicht das Gebiet auf die Bundesrepublik beschränkt und da die verfassunggebende Versammlung praktisch alleine in diesem Bereich durchführt. Tja, das ist rechtlich schwierig. Psychologisch kann ich das zwar nachvollziehen, was damit gemeint ist. Weil die heutigen jungen Menschen ja sowieso vom Geschichte in Geschichtsunterricht in der Schule nichts mitbekommen haben, außer dass es irgendwann mal einen kleinen Mann gegeben hat oder einen mittelgroßen Mann mit dem Schnurrbart, der ganz böse war und der ist 5000 Jahre alt geworden. Ja? Und das war dann die deutsche Geschichte. Ja. Und die wissen die Zusammenhänge nicht. Die wissen die juristischen Zusammenhänge nicht. Die wissen die geschichtlichen Zusammenhänge nicht. Und das sind nicht nur die Jugendlichen, sondern das ist auch das mittlere Alter. Die Kinder der 68er, die wissen gar nichts. Ja? Das ist furchtbar. Und deswegen hat die verfassunggebende Versammlung und das Erklären auch so schwer und ist so schwer. Ja. So, er hat es runtergenommen. Oh, Ja. das habe ich gar nicht gesehen. Eieiei, gucke an. Ja? Trotzdem muss das Thema angesprochen werden, weil viele das sagen. Ja, die sehen dann, wir haben ja schon vermieden, eine Karte auf die Webseite zu nehmen. Wenn die Karte sehen, sagen, da, Reichsbürger. Ja? Nee, das sind die Rechte, die an diesem Gebiet hängen. Das ist das Entscheidende. Die Rechte, wir müssen ja irgendwo Rechte ableiten. Ich kann ja nicht einfach einen juristischen Vorgang einleiten und kann gar nicht definieren, wieso ich das tue. Ja? Da kann ja jeder kommen. Dann machen die Türken sich hier auf jetzt beispielsweise und sagen, wir machen jetzt eine verfassunggebende Versammlung für das Gebiet der Bundesrepublik. Geht das? Na eben. Und in den vielen Jahrzehnten ist völlig verloren gegangen. Und auch nicht mehr so einfach mal aus dem Handgelenk zu definieren, wer ist denn das Volk? Wir haben eine unheimlich komplizierte Aufgabe. Da muss erst mal definiert werden, wer was ist was und wer ist das Volk? Und dieses Volk, das kann dann tatsächlich auch über das Gebiet, was sie vertreten und was ihnen zusteht und gehört seit vielen tausend Jahren, die können dann tatsächlich auch sowas ausrufen. Sonst könnten wir ja mit ein paar hundert Leuten nach Frankreich fahren und machen dann eine verfassunggebende Versammlung über das französische Gebiet. So funktioniert das einfach gar nicht. Ja? So, und deswegen muss man gucken, wo sind die Rechte? Wie leite ich das ab? Wie schaffe ich mir eine Rechtsgrundlage? Und deswegen ist das nicht so leicht. Guten Abend, hier ist DDB Radio aktuell. Ja, hallo? Hallo? Ja, bin ich jetzt auf Sendung? Du bist auf Sendung. Du willst doch wählen gehen, oder was? Nee. Nee, wählen gehe ich überhaupt nicht. Nee, Okay. erstmal habe ich auch gar keinen so einen Lappen da, dass ich mich da für dieses System da ausweisen musste. Also stellt sich da ja nicht die Frage.
Ihr hattet ja gerade in der Sendung da wegen der Gebiete. Also ich finde schon, dass wir alle Gebiete, die alten Gebiete wieder zurückholen, weil die wurden uns ja jahrelang vorenthalten. Ne? Ja, also man muss das eben trennen. Einmal geht es um die Ableitung der Rechte. So, das ist der erste Punkt. Damit muss ich anfangen, um festzustellen, habe ich überhaupt das Recht, eine verfassungsgebende Versammlung auszurufen? Oder besser gesagt, wer hat das Recht? Ja? So, und dann muss ich gucken, was ist denn in der Zwischenzeit alles passiert? Und da haben wir uns im ersten Schritt für 1990 entschieden, weil das noch nicht so lange zurückliegt, weil wir uns alle, die wir im mittleren Alter sind oder etwas älter, alle gut daran erinnern können, an 1990, und weil da auch juristisch etwas passiert ist, was man nutzen kann. So, und dann, ja, dann später hin, dann schauen wir mal weiter, ne? Ja, aber auf jeden Fall sollten wir unsere alten Gebiete auf jeden Fall alle wieder den Anspruch nehmen, also auch späterhin, das sollte das Hauptziel sein, weil es ja jahrelang uns weggenommen worden und viele Familien sind da nicht mehr zurückgekommen, konnten nicht mehr in ihre Heimat hin, und ich denke mal, das ist auch geschichtlich wichtig, dass alles wieder in der richtigen Spur kommt. Und ja, dann hatte ich noch was. Mir ist was so die Tage so eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob den einen oder den anderen da was aufgefallen ist. Und zwar 1990, 91 waren doch auch schon mal die ersten gesamtdeutschen Wahlen. Und da fiel mir noch eine Partei ein, die mit der, Hosenträgeranzug da zusammengearbeitet hat. Und zwar nannte sich die DA, Deutschland Alternative. Nur mal so zum Nachdenken. Ja, also es ist ganz offensichtlich so. Die AfD ist geschaffen worden. Reggie, du hast das gut gesagt heute Mittag noch. Die ist zu einem ganz bestimmten Zweck geschaffen worden. Nee? Zum Abgreifen. Nee. Nee, pass ja. Auf. Nee. Ja, pass auf. Erstmal sammelt sie die Kritiker ein. Dann hat man sie schon mal unter der Haube. So, und wenn sie dann ins Parlament einziehen würden, weil sie vielleicht 11 oder vielleicht auch 17% kriegen, dann kommen sie in die Opposition. Und wenn sie in der Opposition sind, dann haben die Menschen Hoffnung, es ändert sich was. Bloß wer in der Opposition sitzt, der kann allenfalls ein bisschen rumkrakeln, er wird nichts ändern, das war noch nie so. Kann er auch nicht, weil er ist ja nur die Opposition. So, und damit nimmt man aber den Deutschen die Möglichkeit, sie sind erstmal ruhig, weil sie warten dann die nächsten 4 oder 5 Jahre, sie wollen es ja jetzt auf 5 Jahre praktisch verlängern, die bis zur nächsten Wahlperiode, um dann eben erstmal abzuwarten, und man hat wieder Zeit gewonnen von BRD-Seite. Das ist eigentlich alles, was ist. Und das nutzen sie natürlich aus, und viele Menschen fallen drauf rein. Genau aus diesem Grund wurde diese Partei geschaffen, weil am Ende wird sie nichts bewirken können, schon gar nicht. In die Regierung wird sie nicht kommen, niemand will mit ihr koalieren. Die CDU wird nicht alleine regieren können, die SPD auch nicht. Also gibt es eine Koalition, aus welchen Gründen auch immer. Und wer da noch dazukommt, die AfD wird es mit Sicherheit nicht sein, hat also in der Regierung nichts zu sagen und kann allenfalls ein paar nette Schreier am Rande von sich geben. Und das war's. Ja, na, auf jeden Fall kann ich nur sagen, also wer gescheit ist, der geht da überhaupt nicht erst hin. Da haben wir eigentlich auch gar nichts mehr zu suchen, ne? Richtig. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und bedanke mich für die schöne Sendung und noch einen schönen Abend euch. Ich lasse den Nächsten. Danke, tschüssi. So, die Nächsten sind alle schon wieder gegangen, weil, naja, könnt ihr nochmal neu anrufen, kein Thema. Ne? Also, das ist eben genau das, was Reggie gerade gesagt hat. Man hat die AfD geschaffen, damit diese Entwicklung, die sich in der Bevölkerung natürlich gut sichtbar abgezeichnet hat, aber viele dann auch nicht zum Reichsbürger oder sowas mutieren wollten, hat man abgefangen damit. Und das hat ja auch funktioniert. Die sind jetzt da, die sind jetzt bei der AfD und glauben, oh ja, die kommen jetzt in den Bundestag, da werden sie auch. Und dann sitzen die da. Und dann machen die mit, dann mischen die mit, dann machen die hier, dann machen die dies, dann machen sie das. Erreichen können sie natürlich gar nichts. Aber die 5 Jahre oder 4, nee, die werden es auf 5 Jahre ändern, die Legislaturperiode.
die sind erstmal die Leute beschäftigt. Und die brauchen auch nicht länger als maximal die 5 Jahre. Die brauchen nicht mal die 5 Jahre, um ihr eigentliches Werk zu beenden. Ja? Und dazu ist der AfD da, diesen gewissen Bevölkerungsteil ruhig zu stellen für eine gewisse Zeit. Und das hat wohl super funktioniert. Nee? So, wir waren ja bei dem Gebiet. Also, das Gebiet ist eben das Gebiet der Menschen, die die Gebietsansprüche haben, die wir noch definieren können. Wir könnten noch viel weiter zurückgehen, aber da kriegen wir Schwierigkeiten. Noch können wir aber zumindest teilweise diese Unterlagen auch beschaffen. Also fangen wir da mal mit an, weil auch das Ihnen noch gut sichtbar ist, noch gut dokumentiert ist, was 1918 beispielsweise passierte. Das kann man alles sehr gut nachvollziehen. Und auch was davor passierte, von 1850 an über 1871 kann man sehr gut noch die Dokumente finden, was da genau los war. Da habe ich auch noch was, nämlich 1948. Warum wurde nach Kriegsende keine Verfassung gemacht, sondern ein Grundgesetz? Da gibt es auch etwas sehr Wichtiges nachzulesen von der Bundeszentrale selbst für politische Bildung, also der BRD. Und wenn ich die Zeit habe, dann lese ich das mal kurz vor. Da steht nämlich: Der entscheidende Schritt schien dann am 1. Juli 1948 getan, als die elf Ministerpräsidenten der drei westdeutschen Besatzungszonen in Frankfurt am Main von den Militärgouverneuren der deutsch-politischen Entscheidung der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz zusammenkamen. Diese sogenannte Frankfurter Dokumente enthielten die Aufforderung an die Ministerpräsidenten, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, um eine demokratische Verfassung auszuarbeiten. Diese Verfassung sollte eine Regierungsform des föderalistischen Typs schaffen, die Rechte der beteiligten Länder schützen, die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthalten und eine angemessene Zentralinstanz schaffen. Diese Verfassung war von den Militärgouverneuren zu genehmigen und zur Ratifizierung durch ein Referendum, also ein Volksentscheid, in den beteiligten Ländern in Kraft zu setzen. Alles schien damit auf eine Verfassung und ein Verfassungsreferendum hinauszulaufen. Aber die Außenminister und Militärgouverneure der Westmächte hatten die Rechnung ohne die deutschen Ministerpräsidenten und Teile der wiedererstandenen Parteien gemacht. So sehr sich die Ministerpräsidenten durch die Frankfurter Vorgänge zu einer eigenen Institution aufgewertet sahen und sich als Sprachrohr für die Deutschen verstehen konnten, so sehr zögerten sie doch, mit dem bildenden Weststaat all die Attribute zu verleihen, die ihm einen vollwertigen Nationalstaat aus ihm gemacht hätten. Die Spaltung Deutschlands war in ihren Augen nur eine vorübergehende und durfte nicht durch eine Verfassung verfestigt werden. Das kann man nachlesen. Das heißt, die hatten damals ja gemeint, diese Zersplitterung Deutschlands ist nicht von langer Dauer. Demzufolge können wir keine Verfassung machen, weil wir dann diese Zersplitterung festschreiben. Und aus diesem Grund entstand das Grundgesetz. Und aus diesem Grund steht auch in dem Grundgesetz der Artikel 146 bis heute drin, der dann nämlich sagt, dass sich dieses Grundgesetz nur so lange hält, bis das deutsche Volk sich eine Verfassung gibt, das deutsche Volk und niemand anderes. Ganz genau. Und dann hat man angefangen, das deutsche Volk in zu Gulasch zu verarbeiten. Ja? Und das Problem haben wir heute, das rückabzuwickeln und zu klären, wer ist das denn? Und deswegen ist die Gebietsfrage sehr, sehr wichtig. Ja? Denn die Alliierten damals, die haben nicht von der Bundesrepublik West oder was gesprochen, sondern die meinten schon das, was sie in ihren Dokumenten aufgeschrieben haben. Nämlich Deutschland, haben sie es genannt, in den Grenzen vom 31.12.37 beispielsweise. Ja? Wo sitzt der Feind? Wenn der Feind dir direkt gegenüber sitzt und du weißt es nicht, ist das der schlimmste Feind, den du dir vorstellen kannst. So, jetzt gehen wir mal hier ans Telefon. Guten Abend, hier ist DDB Radio aktuell. Ja, schönen guten Tag. Hallöchen. Hier ist der Andreas von Rudolf zu Ostritz. Ja, bitte. Bin ich im Studio? Ja, ja, du bist im Studio live. Ja, schön. Weil ihr gerade diskutiert über die Gebietsrechte und so weiter. Mhm. Da wollte ich noch mal was dazu sagen.
Vielmehr, ich hörte schon ein paar Mal versucht zu klingeln und da ist halt wieder schwer durchzukommen bei euch. Ja, wie fangen wir an? Das vom Rechtlichen her, der Uwe erklärt es ja gerade, ich habe es so ein bisschen im Hintergrund, ist das ja alles richtig. Aber es ist auch in meinen Augen ein sehr, sehr heikles Thema mit den Gebietsrechten. Natürlich, ganz klare Sache. Warum weil meinst du nicht, jetzt, weil die Menschen das nicht verstehen oder warum? Ja, er sagt ja schon, die im mittleren Alter, die kennen sie, das ist ja so, das ist ja schon langsam, das Thema ist ja schon langsam ein bisschen abstrakt geworden für viele. Die können sich das ja gar nicht mehr vorstellen, was Preußen dort oben und die Ecken und was das gehört alles noch zu uns. Das sind doch jetzt Polen, da wohnen doch jetzt Polen und Auspresse. So, die müssen wir halt dann, die müssen wir ja verjagen. Das wird ein brandheißes Thema werden, würde ich sagen. Ja, natürlich wird das ein brandheißes Thema werden. Es ist ja, Putin hat ja mal gesagt, die Gebietsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg zu verändern, würde bedeuten, die Dose der Pandora zu öffnen. Ja? Nur das Problem ist, wir öffnen ja gar nicht die Dose der Pandora. Die Gebietsfrage nach dem Zweiten Weltkrieg war ja von den Alliierten, wozu ja auch die Russen, also die Sowjetunion damals gehörten, ganz klar definiert. Die Frage ist doch jetzt, wer hat denn die Dose geöffnet? Die Dose wurde 1990 geöffnet, die Dose der Pandora. Denn hätte man zumindest diese Grenzen als natürlich vereinbart auch weiter bestehen lassen und nicht irgendwelchen bundesdeutschen Kaspern, die überhaupt kein Amt mehr hatten, erlaubt, als Alliierte auch erlaubt, ja, dass die solche Sachen hier veranstalten, dann wäre doch gar nichts passiert. Wir stimmen Herrn Putin erst einmal, sagen wir mal, in der Art und Weise zu, dass man zumindest vorerst die Nachkriegsordnung nach dem sogenannten Zweiten Weltkrieg wiederherstellen muss. Wir reden schon von wiederherstellen und nicht von so lassen. Die Menschen, die das hören und sich geschichtlich nicht auskennen und auch die Vereinbarung der Alliierten von 1945, 46 nicht kennen, die meinen, die jetzige Bundesrepublik wäre das Vereinbarte gewesen. Das stimmt ja gar nicht. Ja? Das ist ein bisschen klar, das verstehe ich schon alles. Das verstehe ich vollkommen. Und ich verstehe auch, warum die 1990, die haben das ganz genau gewusst, um was es geht. Deswegen haben die dort so ein Affentheater veranstaltet und uns über den Tisch gezogen praktisch. Na? Richtig, ja. Denn wie aber gesagt, der Herr Kohl hat es ja eindeutig gesagt. Er hat gesagt, der Souverän wird sich schon melden. Na? Der Souverän hat sich aber nicht gemeldet, weil der Souverän gar keine Ahnung darüber hatte, was überhaupt abgeht. So. Ja. Bloß das mit dem brandheißen Thema, wenn man das jetzt wirklich mal erweitern und durchziehen und was weiß ich, wenn das mal zustande kommen sollte. Das geht ja dann wirklich wieder um eine neue, ging es ja um eine neue Vertreibung in dem Sinne. Weißt du, wie es meint? Nö, wieso? Warum? Naja, wer wenn wir jetzt Gebietsansprüche wieder haben, meinetwegen, und sagen, Schlesien muss wieder zu Deutschland gehören, zu dem Gebiet der Bundesstaaten. Ja, dann eine Frage an dich. Wie war es denn? Ja, eine Frage an dich. Wie war es denn auf der Krim? Hat man dann Leute vertrieben oder hat man dann was gemacht? Eine Volksbefragung. Was war denn da? Überleg doch mal genau. Und genau das müssen wir dann später auch tun. Ja, das ist schon klar. Und mir ist auch klar, dass vielleicht viele Polen, die hier drüben, ich wohne ja nur genau an der Neiße, ich kann hier rüberspucken zu unseren polnischen Freunden hier, dass die viele werden sein, die sagen, ich bleibe hier in dem Gebiet, weil ich bin jetzt hier beheimatet und meine Generation, die nächste, die neue Generation, die ist auch hier beheimatet, die ist hier groß geworden. Na? Ja, das ist doch kein Problem. Können sie doch. Hat doch damit gar nichts zu tun. Es leben auch viele Deutsche im Ausland. Was ist denn da schlimm dran? Trotzdem sind es unsere Gebiete. Ja, also bitte. Ja, deswegen rufe ich ja an, Setter, und ihr erklärt mir ein bisschen was und da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen schlauer. Ja, also wie gesagt,
Ja, die Menschen, die jetzt dort leben, natürlich. Also man kann nicht wie Recht herschaffen, wieder schaffen wollen und gleichzeitig neues Unrecht wieder neu schaffen. Das geht gar nicht. Natürlich könnten genau die Menschen, so. Natürlich könnten die Menschen in den Gebieten wohnen bleiben, selbstverständlich. Mhm. Und das ist doch gar kein Thema. Ich glaube, in der heutigen Zeit, zu dieser Zeit, wer ein bisschen den Kopf nicht nur zum Haare schneiden hat und Politik ja. sich äußern möchte, für den müsste das selbstverständlich sein, dass die Menschen, die jetzt dort leben, natürlich auch da bleiben können, wenn sie wollen. Ja, ja, wir sind ja wahrscheinlich immer noch so verhaftet mit diesem Staatsgefüge, mit diesem festen Staatsgefüge, wo eine dicke Kette drum ist irgendwie. Wir müssen doch viel gelöster werden. Das ist richtig. Am Ende geht es ja mehr ums Miteinander. Genau. Es geht auch ganz einfach. Wir müssen das Recht wiederherstellen, das für alle. Nicht nur für uns hier, sondern für die auch. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Und wir müssen die Logen loswerden, die diese Staatsgebilde organisieren. Das sind die beiden Dinge, die wir zu tun haben. Und dann kommen die Menschen wunderbar miteinander aus. Und ja. irgendwann einmal, in mehreren Generationen, werden die Menschen dann entscheiden, wenn es so kommt, werden sie von ganz alleine entscheiden, dass sie das alles nicht mehr brauchen. Wir werden das nicht mehr erleben. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wieder Ordnung hergestellt wird und nicht diesen Leuten da, dass unser Leben überlassen wird und das Leben unserer Kinder. Darum geht das. Ja, das ist schon klar. Ja? Na, da bin ich ja schon mal weiter informiert. Alles klar. Das war's schon. Alles klar. Jo. Tschüss, schöne Sendung weiter. Danke, tschüss. Ja, das ist nämlich das Missverständnis. Es geht hier nicht, wir wollen einen Nationalstaat haben und wieder dieses und jenes. Es ist alles Quatsch. Es geht darum, die Typen loszuwerden. Die Menschen werden sich untereinander vernünftig einigen miteinander. Niemals hat ein Volk, das Volk selbst, gegen ein anderes Volk irgendwas unternommen, außer es war ein Volk. Ja? Ein Volk hat das immer getan, weil das bei denen einfach die Grundvoraussetzungen sind. Die müssen einfach immer nur Stress machen. Und die sind irgendwie alle gleich. Weiß ich auch nicht. Ja? Bestimmtes Volk meinst du jetzt, ganz genau. Wir wissen für alle, von wem du da sprichst. Genau, und das ist, aber die anderen Völker, hier so Italiener und Spanier und Franzosen und Deutsche, gerade die Europäer nenne ich jetzt mal, aber auch in Amerika, die Kalifornier und so weiter, die Menschen, die kommen überhaupt nicht auf die Idee, eine Waffe in die Hand zu nehmen und zu sagen, du gefällst mir nicht, ich knall dich jetzt ab, außer im Oberstübchen stimmt irgendwas nicht. Es sind immer die Herren, die durch Kirchen dort als Staatsgebilde eingesetzt werden. Und wir haben ja jetzt gerade die Diskussion in Spanien, wo tatsächlich der Rajoy und seine Gefolgsleute behaupten, der Staat hat die Gewalt zu entscheiden über die Menschen und nicht die Menschen selbst. Und die Katalanen sagen, nein, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist entscheidend. Da muss man sich mal vorstellen, wie vermatscht die in der Birne da in der Regierung schon sind. Die glauben tatsächlich, sie wären diejenigen, die ein Staatswesen schaffen können. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen alles. Genau, und sie nennen sich dann auch noch Volksvertreter, Vertreter. Ich vertrete etwas, ne? Ich bin es nicht selbst, aber ich vertrete ja. Also was ein Witz an sich ist. Also unglaublich, ja. Genau, und da müssen wir alle gemeinsam sagen und natürlich auch die anderen europäischen Länder, auch die Polen müssen sagen, ihr könnt euch vertreten, natürlich, aber bitte draußen. Ja? Darum geht das. Diese Firmenregierungen, die überall in Europa sowieso, in Westeuropa, vorhanden sind, sie sind vor die Tür zu setzen und dort sind Menschen hinzusetzen, an deren Stelle, die an ihr Volk denken und nicht an sich selbst oder an irgendwelche Unternehmen gebunden sind und die irgendwelche Presselappen hinterherrennen. Die muss auch komplett raus. Die Presse muss komplett rausfliegen hier. Und zwar im hohen Bogen für das, was sie hier seit Jahrzehnten anrichtet. Nicht morgen, sondern am besten jetzt gleich oder noch besser gestern schon. Denn Frau Merkel, die Parteien, die Politiker, sie haben keine Macht. Sie wissen
Gar nichts. Sie können nichts machen. Sie sind gefangen in dem System. Ganz, ganz kleine Würstchen. Wenn morgen die Presse, und wir wissen ja, wem sie gehört, beschließt, irgendeinen von denen fertig zu machen, dann macht sie das innerhalb von 48 Stunden, nimmt niemand mehr ein Stück Brot von diesemjenigen oder dieser, die da ausgesucht worden ist. Und das ist entscheidend. Ja? Deswegen brauchen wir auch ein DDB-Radio. Oder? Genau, eigene Presse und keine vordiktierte Presse, die bestimmte Themen ausgearbeitet bekommen und das sagen dürfen und nichts darüber hinaus. Beauftragte, ja, Bücklinge, ach, wie immer, lasst es euch selbst einfallen. Es gibt viele Bezeichnungen für diese Art Menschen, die sich also für alles bezahlen lassen, um eine gewisse Richtung zu vertreten, aber keine eigene Meinung haben. Ja, meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, nicht nur in den letzten 2 Jahren, wenn die Menschen selbst gefragt werden, wie viel Staat sie haben wollen, wie sie sich denn abgrenzen wollen zu den anderen Völkern, wie das denn aussehen soll, dann hört man sehr, sehr vernünftige Einstellungen. Und ich bin davon überzeugt, und teilweise weiß ich es ja auch, wenn man in die anderen Länder gehen würde, dann möchten sie auch ihren Staat haben, natürlich. Und ihre Identität und ihre Kultur, alles gut. Aber niemand hat auch nur ansatzweise irgendwie erklärt, dass er sich mit irgendjemandem schlagen müsste, damit es ihnen gut geht. Das machen Völker nicht. Gar nicht. Das machen immer nur geschickte Leute, bestellte und beauftragte Leute im Auftrage von Kirchen. Ich sag mal ganz allgemein, von Kirchen, damit die Menschen glauben, dass sie unbedingt den Nachbarn erschlagen müssen. So läuft das immer. Und wenn man genau hinschaut, dann läuft jeder Konflikt, jeder, egal welcher, immer nach diesem Schema ab. Und das wollen wir nicht mehr. Deswegen die verfassunggebende Versammlung, natürlich, sie wird das regeln für die deutschen Gebiete und die Katalanen müssen das für ihre Gebiete regeln, die Spanier für ihre Gebiete und so weiter. Die Letten haben es wohl schon geregelt, zumindest schriftlich, und andere müssen das auch tun. Ja, 20.03 Uhr, die Sendung ist vorbei. Oder? Was? Schon? Super, ja. Ja, ist schon vorbei. Also, haben wir noch was? Moment, ja, genau. Nicht? Sag's doch. Richie. Was soll ich jetzt sagen? Also, die Katalanen, die sind selbst die Macht im Land. Sie sind keine Separatisten. Das macht unsere Medienpresse, die sie so bezeichnen, weil sie sich ja von Spanien separieren wollen. Nur, es ist ein eigenes Volk und sie haben das Recht natürlich, ihre eigene Bestimmung durchzusetzen. Ne? Nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker können sie das tun. Es ist ihr Recht. Ja. Da kann man aber sehen, wie so eine EU entstehen konnte. Die sogenannten Regierungen, auch natürlich in Europa, aber auch anderswo, sind offensichtlich tatsächlich der Auffassung, sie sind der Staat und das Volk ist was anderes. Sie haben vollkommen vergessen, dass ein Staat nur da sein kann, wenn es überhaupt erstmal ein Volk gibt. Ja? Und deswegen ist das alles wieder zurückzuführen, in die richtige und auf die richtige Schiene zu stellen. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören heute Abend. Morgen haben wir ja wieder ab 11 Uhr Informationen. Dann 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, brauche ich ja nicht immer neu sagen, denke ich mal. Und um 19 Uhr die Sendung mit Marci, DDB, Freiheitszeit. Ja, und danach Soundpool. Ja, der kann das schöner sagen als ich. Okay. Sagen wir tschö, tschö. Ja, ich wünsche noch einen recht schönen Abend und danke für die Anrufe. Und ich hoffe, wir konnten wieder einiges an Klarheiten rüberbringen. Ja, dem schließe ich mich an und wünsche auch noch einen angenehmen Abend. Genau. Und jetzt machen wir den Schlussjingle und dann gibt es ein bisschen Musik zum Tanzen für heute Abend. Wer Lust hat, ist zwar erst Donnerstag,
Aber Freude kann nie schaden. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Donnerstag, 19 Uhr. Hier ist DDB Radio mit DDB aktuell.